kleiner Gruß für den Stadionblock nachher. Hans-Peter hat es gebaut. Nicht ganz, aber es war dabei. Hans-Peter war beim Bau des Fahnenstadions dabei. Genau. Danke, Hans-Peter. Willkommen im FCS-Blog mit mir, Carsten Pilger, und danke, dass ihr das so zahlreich unterstützt, dass ihr immer wieder liked und abonniert. Und wenn ihr mich jetzt hier stehen seht an einem Bahnhof und im Hintergrund das Deutsche Fußballmuseum in der sonst architektonisch nicht so ansprechenden Stadt Dortmund, dann wisst ihr, das Video erscheint später, weil ich mir das Spiel des FCS diesmal mal wieder im Stadion angesehen habe, im Westfalenstadion, daher auch vorne die paar Eindrücke. Und zu Beginn will ich sagen, einige erwarten jetzt wahrscheinlich auch ein Video, in dem ich nochmal über diese turbulente Woche beim 1. FC Saarbrücken, Stichwort Pitino, rede. Da kommen am Ende zwei, drei Worte zu. Und natürlich kommt erstmal der Disclaimer. Ja, toll. Ansage. Grund dafür ist ein Polizeieinsatz. Ja, Fortsetzung dieses Weblogs zum Spiel in Bremen am Bremer Hauptbahnhof, weil da steht jetzt der Zug ein paar Minuten. Der ICE der Deutschen Bahn wartet auf neues Personal und das gibt mir jetzt Gelegenheit, endlich mal die Analyse zu machen. Und der Disclaimer, den ich machen wollte, ich habe von dem Spiel noch keine Fernsehszenen gesehen, anders als bei anderen Analysen. Es wird ja von dem einen oder anderen Kommentator manchmal behauptet, ich bin da ein bisschen weit weg. Ich finde, am Fernsehen ist man nah genug dran, um so eine fundierte Analyse zu machen. Im Stadion sieht man vielleicht noch mal das ein oder andere anders. Aber wie gesagt, ihr bekommt da einen ungefilterten Eindruck. Und was die Schwierigkeit, jetzt kommen wir so langsam zum Spiel von Rudi Garcia, war, dass die eigentliche Stärke des 1. FC Saarbrücken, nämlich die Lufthoheit, so ein wenig wegfiel, denn Marvin Kuni konnte nicht spielen und Grimaldi musste von der Bank anfangen. Entsprechend hat es Ziel probiert mit einer Art Doppelspitze aus Julius Biada und Julian Günther Schmidt. Wobei Julius Biada, für ihn war das der erste Startelf-Einsatz vielleicht überhaupt und wenn nicht seit langem. Und entsprechend darf man dann vielleicht auch noch nicht 100% Eingespieltheit erwarten. Und der Matchplan war so ein wenig, dass man immer wieder, das hat man aus der Hintertorperspektive ganz schön gesehen, also im Stadion sieht man das vielleicht noch mal ein bisschen besser als am Fernseher, hat man gesehen, dass der 1. FC Saarbrücken immer versucht, die Seiten zu verlagern, um so Räume zu kreieren und dann immer wieder den Ball auf den anderen Flügel zu verlagern. Und meistens ist dann der äußere Innenverteidiger, also entweder Pius Kretschmer oder aber Jane Tölke, dann etwas nach vorn gegangen und hat versucht, den Ball in die Tiefe zu spielen. Das war ein bisschen vorhersehbar und das Problem beim 1. FC Saarbrücken ist auch die Schnelligkeit. Also wurde das häufig, sehr, sehr häufig vom BVB im Keim erstickt, beziehungsweise man musste dann irgendwie aus dem Halbfeld eine Flanke schlagen und das brachte zu Beginn nichts ein. Der BVB eher spielbestimmt, ging auch häufiger mal in die 1:1-Situation, hatte jetzt aber nicht zwingend die besseren Chancen, aber das 1:0 nach einem sehr, sehr guten Standard. Sehr schwierig zu verteidigen, eigentlich so ein Standard, wie man sich ihn beim FCS schon länger mal wieder wünschen würde. Die hatten auch noch in der zweiten Halbzeit einen ähnlich guten Standard, da geht der Ball an den Pfosten. Also da waren die gefährlich, aber bis auf eine Doppelchance kam da auch offensiv nicht so viel bei der Mannschaft. Der FCS wurde mit zunehmender Spielzeit auch besser, hat aber bei der Chancenverwertung so ein bisschen ein Problem gehabt und auch oft mussten die auf einen Fehler warten, dass man Ball durchstecken konnte beziehungsweise das Problem war auch, dass man aus zu spitzem Winkel nur in Abschluss kommen konnte und leider ist da auch so Julius Biada ein bisschen blass geblieben, leider auch bei der größten Chance, die er hatte, nämlich den Elfmeter. Da muss ich dazu sagen, aus der Hintertorperspektive konnte ich nicht mal beurteilen, ob es wirklich ein Handspiel war, ja oder nein. Mir haben Leute geschrieben, das sei eher ein geschenkter Elfmeter gewesen und leider war das mit der getretenen Elfmeter auch ein Geschenk für Lotka. Ja, dieser Elfmeter war dann der zweite in Folge des FCS, der vergeben wurde und ich finde, jetzt ist so der Zeitpunkt,
Verein, der sich ernsthaft damit beschäftigen will und möchte, der muss da eigentlich mal einen sportpsychologischen Ansatz finden oder sich in irgendeiner Weise da mal Expertise von außen holen, weil sonst setzt sich das in den Köpfen der Spieler fest, ist einfach so. Aber auch wenn man zu dem Zeitpunkt vielleicht dachte, dass der BVB effektiver ist und der FCS, obwohl er so langsam besser wird, einfach in der Chancenverwertung schlecht, der sollte dann doch ein Spiel sehen, was sich noch zugunsten des FCS drehte. Und das lag vor allem heute an Luca Kerber. Und Luca Kerber hatte so eine Schlüsselszene relativ früh zu Beginn des Spiels, wo er etwas unbedrängt im Mittelfeld mit einem bisschen robusteren Körpereinsatz vom BVB-Spieler zu einem unnötigen, wirklich unnötigen und der auch hätte gefährlich werden können, Ballverlust gezwungen wird. Und ich glaube, diese Szene hat sich so ein bisschen bei Luca eingebrannt. Und der hat nämlich in der Folge alles dafür gegeben, um diese Szene vergessen zu machen, war häufig beteiligt an diesen Vorstößen, hat da so ein Dreieck aufgemacht mit dem vorrückenden Innenverteidiger und den Außenspielern, war häufig anspielbar, hat Pässe gesucht, hat immer wieder den Ball versucht nach vorne zu stecken und war dann eben auch Torschütze zum 1:1. Nach einer Flanke von Rizzuto, da ist er wirklich hinter der Kette so ein bisschen alleingelassen vom BVB und schmeißt sich gut in den Ball und haut den einfach rein. Das fast mit dem Pausenpfiff, das hat dem Team nochmal einen anderen Schub gegeben und in der zweiten Halbzeit war der FCS jetzt war nicht deutlich druckvoller als in der ersten Halbzeit. Man hat nicht locker gelassen, das war glaube ich wichtig und das war auch glaube ich wichtig für die Köpfe der Spieler, dass man einfach nicht locker lässt und auch weiter Druck macht. Und jetzt springe ich fast schon ans Ende. Da hat eben dann nochmal mit der Einwechslung von Adriano Grimaldi jemand auf den Platz gefunden, der diese Lufthoheit bringt und der auch dann Bälle, die hochkommen, nochmal anders verwerten kann. Und was auch so eine Eigenschaft von Adi ist, die immer vergessen wird, er hat ein gutes Auge für den Mitspieler. Er ist nicht nur ein super Verwerter von Bällen, die kommen, er weiß auch, wenn jemand besser postiert ist und in der 85. Minute hat er eben gesehen, dass wenn er den Ball nochmal rüberlegt zu Richie Neudecker, dass er da die Weichen auf Sieg stellt. Ball kam, meine ich, auch von Luca Kerber. Also großer Tag für das FCS-Talent und auch ein guter Tag für die Fanseele, denn die Mannschaft hat sich ja schon bei den sozialen Medien für die mitgereisten Fans bedankt. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass nach so einem schlechten Spiel wie gegen Elversberg dann in der Woche drauf bei einem, ich sag mal, mäßig attraktiven Gegner. Nur, dass man im Westfalenstadion spielt, heißt nicht, dass das ein Fanliebling ist. Ist halt ein großes, leeres Stadion, das viel an seiner Atmosphäre verliert, wenn es Kulisse für so ein Spiel der zweiten Mannschaft ist. Das ist nicht selbstverständlich, dass da so viele Fans mitreisen und das mitmachen und die Mannschaft zum Sieg schreien, der dann letztlich auch verdient war, weil der BVB, der hat auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich was getan und auch nicht mehr wirklich so viele zwingende Torchancen erarbeitet. Jetzt habt ihr schon lang zugehört und erwartet, dass ich noch was zu dieser Woche sage beim ersten FC Saarbrücken. Das habe ich ja auch versprochen. Ich will jetzt aber auch nicht so super viel darüber reden, weil ich merke, das ist ein super emotionales Thema und das emotionalisiert, glaube ich, vor allem die Leute. Wer es nicht mitbekommen hat, sollte sich einfach nochmal einlesen, was da passiert ist um den neuen Vizepräsidenten Salvo Pitino. Ich glaube, dass vor allem die Leute, die Anhänger sind von Salvo Pitino oder die sich sehr, sehr viel von Salvo Pitino versprechen, die sind im Moment sehr emotional angefasst, wenn Fragen kommen. Und vor allem von Journalisten kommen ja immer die kritischen und unliebsamen Fragen. Und ich begreife mich als jemand, ich bin FCS-Fan, aber ich bin auch von Berufs wegen Journalist und weiß, was das journalistische Handwerk bedeutet. Und das bedeutet eben nicht, den Fans immer zu gefallen. Das bedeutet auch mal, die unangenehmen Fakten auf den Tisch zu bringen, auch mal Fragen zu stellen, die sich aufdrängen. Ich möchte auch noch abwarten, weil es heißt ja auch, dass Montag einige Sachen gesagt werden, klargestellt werden sollen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass in so einem Fall, wo eben die Fragen schon da sind, der einzige Weg ist Transparenz. Und Transparenz ist in diesem Fall natürlich eine Bringschuld vom neuen Vizepräsidenten, vom Aufsichtsrat, der das neue Präsidium auf einer Position neue Präsidium bestellt hat. Und
eben den Leuten, die damit geschäftlich zu tun haben, die Leute, die da involviert sind. Transparenz ist da nicht eine Bringschuld von Journalisten, die was finden, die widersprüchliche Dinge finden und da einfach mal Fragen stellen. In diesem Sinne, ich werde mir das nächste Woche nochmal angucken, dazu noch ein gesondertes Video machen. Jetzt hoffe ich, dass wir aus Bremen mal wieder wegkommen. Und Shoutout noch an Bernd und Felix. Die haben es mitgemacht, deswegen, ich habe Felix versprochen, dass er ins Video kommt. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.